Ja, Titus, du bist ja wahrscheinlich der Mensch, den ich kenne, der die meisten Auftritte im Jahr spielt. Du lebst hauptsächlich, wenn nicht fast nur, von der Bühne. Mhm. Bühne war dieses Jahr wahrscheinlich wenig oder zumindest nicht normal, wie du es gewohnt bist. Mhm. Ja, also ich habe wirklich 99% meiner Einkünfte sind über Live-Gigs und da ist natürlich mit März erstmal alles auf Null gebrochen. Das kam dann, wann war das denn so, Mai, Juni, Juli, August, September, also in den Monaten kam wieder was zurück, also viel Outdoor-Biergärten teilweise, auch diese Aktivitäten von der Stadt an verschiedenen Plätzen, das ging gut, das lief gut, eben bis in den Oktober rein. Ja, und jetzt ist natürlich wieder auf Zero, auf unbestimmte Zeit. Eben, das wird ja nicht irgendwie nächsten Monat wahrscheinlich vorbei sein. Also ich schätze mal, keine Ahnung, April wird es vielleicht werden. Ich glaube, dass wenn es wärmer wird, werden wieder Sachen draußen stattfinden. Ich habe auch jetzt, ich spiele bei einer Art Gottesdienst. Ich spiele für den Kulturlieferdienst am Samstag. Also das dann schon. Kannst du kurz erklären, was der Kulturlieferdienst ist? Kulturlieferdienst ist von dem Benjamin David, der auch den Kulturstrand macht. Der sitzt, soweit ich weiß, für die Grünen im Stadtrat und der macht es ja seit März. Ich glaube, die haben inzwischen bestimmt 150 oder so Konzerte veranstaltet, immer an einer bestimmten Straßenecke. Dafür, die melden es als Demonstration an, dafür wird halt die Hälfte der Zeit gesprochen von ihm oder von jemand anders zur Situation, vielleicht auch zur Situation der Kulturschaffenden. Und die andere Hälfte ist Musik. Und es wird immer ein Strom, wird immer geliefert von den Leuten, die da wohnen. Ich habe zum Beispiel hier unten, als es vor meinem Haus war, auch für den Strom gesorgt. Und die Leute können von den Fenstern aus zuhören oder auf der Straße, was jetzt mit der Ausgangssperre wohl nicht mehr möglich sein wird, aber aus den Fenstern raus dürfte wohl erlaubt sein. Und können dann zahlen, entweder bar oder über PayPal. Und da kommt schon immer ganz gut Geld zustande. Mhm. Aber meinst du, dass du im Winter jetzt viel spielen wirst? Also wir haben nächsten Samstag so ein Kulturlieferdienstkonzert. Also das wird jetzt für den Winter, wird damit wahrscheinlich Schluss sein. Also ich habe noch so eine Hofsache, halt alles, was erlaubt ist. Nee, aber das Hauptaugenmerk ist für mich online und das wird bis weit ins nächste Jahr hineingehen, wenn nicht überhaupt das nächste Jahr alles dominieren. Das heißt online, was machst du da? Wohnzimmerkonzerte, die streame ich. Entweder zu zweit, wenn es die Vorschriften zulassen, oder alleine auch. Auf Facebook und mittlerweile auf Facebook und YouTube. Also am Anfang war es wirklich ganz rudimentär. Handy auf den Tisch gestellt und irgendeine Schreibtischlampe angemacht und dann kamen natürlich die Kommentare, dass in puncto Ton und Licht so einiges zu verbessern wäre. Aber es kam trotzdem wahnsinnig viel Unterstützung, also sowohl moralischer wie fiskalischer Art. Unglaublich, was ich die ersten drei Monate, da habe ich so viel bekommen, dass das auch wirklich mich das Jahr über trägt. Das ist wirklich faszinierend, weil vom Start habe ich wirklich nur das absolute Minimum bekommen. Und und jetzt, ich arbeite an der Technik, also dass es halt etwas besser wird, auch mit besseren Mikrofonen. Ich meine, retro, altmodisch, trashig, das ist das, was ich mag. Also ich lege gar keinen Wert auf Hochglanz und das muss nicht nach 2020 klingen, wobei ich gar nicht weiß, was nach 2020 klingt. Aber es darf natürlich, die Verbindung darf nicht unterbrechen und es darf nicht zu leise sein, es darf nicht übersteuern. So. Aber ja, wir arbeiten dran und das wird mein Hauptaugenmerk fürs nächste Jahr. Okay, aber wirst du dann sagen, das geht so leicht quasi, da muss ich ja nicht mal mehr auf eine Bühne gehen, das werde ich dann auch später machen oder sehnst du dich nach der Bühne? Ja, beides natürlich. Also der Austausch mit Menschen, das ist durch nichts zu ersetzen. Ich habe das ja, wir haben ja auch einige Streaming-Konzerte in Institutionen gemacht, wo dann immerhin ein kleiner Stab an Technikern war, auch letzten Dienstag in Kufstein, also alles innerhalb der Vorschriften. Und selbst wenn du schon zwei Leute im Raum hast, die die Kabel machen oder die Kamera, ist das schon wie ein Publikum. Du gehst schon mit einer anderen Energie zu Hause, weil du das Gefühl hast, du hast dich vor Menschen gestellt oder gesetzt. Das ist durch nichts zu ersetzen. Auch der Austausch mit anderen Musikern, auch der spontane Austausch, das ist durch nichts zu ersetzen. Aber ich finde es trotzdem, es ist etwas, was mir großen Spaß macht.
Ich empfinde es trotzdem als ein eigenständiges Format, das, es sind jetzt große Worte, von denen ich natürlich nicht davon ausgehe, dass ich sie umsetze, aber im Ganzen, dass es zu einer eigenen Kunstform werden kann. Mit einer eigenen Ästhetik, eigenen Ideen. Und auch, dass es sich finanziell trägt? Ja, also im Moment ist es, das meiste, was ich mache, läuft eben auf freiwilliger Basis über PayPal. Ich vermeide das Wort Spenden. Also es gibt Geld, es wurde Geld an mich gezahlt, wirklich in Form von einer Spende, in Form von einer Hilfe. Aber auch ziemlich viel im Sinn von Eintritt. Und deswegen vermeide ich das Wort Spende, weil mir geht es einfach um eine Entlohnung für eine Arbeit. Und im Moment hauptsächlich auf freiwilliger Basis, damit bin ich ja auch bei Live-Gigs unter Umständen gut gefahren, wird auch oft kritisiert, weil man natürlich sich zunächst mal, es wirkt wie umsonst, was nicht stimmt, es ist nicht umsonst, nur man geht in Vorleistung. Jetzt habe ich am Samstag und nächsten Woche, am 17., habe ich zwei Sachen mit Vorabkasse, dann gebe ich einen Link frei. Das ist jetzt ein neuer Versuch. Ich habe für beide Konzepte habe ich zumindest genug Anmeldungen und eben schon überwiesen bekommen, dass es einfach so viel wert ist wie ein kleiner Gig. Und da muss es hingehen. Teilweise, ja, das Wort umsonst ist einfach falsch, teilweise gegen Vorleistung von mir und teilweise gegen Vorleistung vom Publikum. Und ich wünsche mir natürlich frischere, knackigere Apps, sowas wie Ustream wäre geil, wo ein Bezahlvorgang auch einfacher wäre. Das könnte ja auch eine digitale Währung sein, das könnten ja auch Tokens sein, die nur innerhalb von YouTube zum Beispiel funktionieren oder innerhalb von Facebook. Aber das einfach ein Klick und ja, boah, ich habe drei Stücke angeguckt, mach mal einen Euro, weißt du, so in der Art. Ja, cool. Magst du uns noch was spielen?